Am 26.10. Komi findet vor dem Magdeburger Verwaltungsgericht dein aktueller Prozess gegen die Residenzpflicht statt. Warum geht es da genau? Ja, also im Jahre also 2007 nachher habe ich also Ostlander Behörde Landkreis-Saalkreis also geklagt. Warum? Weil sie, bevor man also den Landkreis also verlassen, also man muss also 10 Euro, man muss 10 Euro zahlen und dann also für ein verlassen Erlaubnis. Also wenn man nicht zahlt, das heißt, dass also erstmal, also wenn mal Polizeikontrolle kommt, das ist erstmal Ordnungswidrigkeit und dann danach, also mehrmal Verstoße, kommen also eine Straftat. Und dann also die Klage war also im Jahr also 2007 und im 26. Februar 2010, also 10, hat mir also Landgericht also Halle-Saale also mich recht gegeben, dass das ist rechtfertigt, dass also die Ausländerbehörde 10 Euro von Geflüchteten nehmen. Und dann also Ausländerbehörde war auch nicht also an diesem Tag auch nicht da. Und dann also danach Ausländerbehörde ist zur Berufung gegangen. Und da ist eine komische Sache, diese Berufung ist zum also ist akzeptiert von Oberverwaltungsgericht Magdeburg. Und es wird am 26. Oktober vor dem Oberverwaltungsgericht also Magdeburg also nochmal verhandeln und um 11 Uhr. Und hoffen wir, dass also wird etwas positiv sein. Und das ist auch, wenn wir das schaffen, das heißt, dass also darf man nie mehr also Gebühr oder 1 Cent auch von Geflüchteten also einkassieren. Das ist eine doppel also kapitalistischen also Ausbeutung. Man ausbeutet unsere Länder und dann machen wir sind auch hier als also Flüchtlinge und dann also das ist auch so, dass also man versucht also Geld von Flüchtlingen anzukassieren. Wir werden am 26. Oktober 2011 die Löcher in der Käse fressen. Das werden wir bestimmt machen. Unsere Aktion heißt, wir fressen die Löcher in der Käse. Ja, und ganz besonders prickelnd finde ich an dieser ganzen Sache überhaupt, dass ja Flüchtlinge noch wesentlich weniger Geld bekommen als ein Hartz-IV-Empfänger. Ein Hartz-IV-Empfänger hat 364 Euro in der Regel zum Leben, es sei denn, es steht eine Kürzung an oder sonstiges. Ein Flüchtling hat aber, ja, da besteht faktisch noch eine weitere Unterdeckung von 35%. Also was heißt, ein Flüchtling bekommt als Single-Haushalt oder als Single im Idealfall irgendwie was knapp um die 300 Euro zum Leben. Das ist das wirklich ganz Pikante an der Sache. Und wenn man davon dann irgendwie noch, nur weil man den Landkreis verlassen will, noch 10 Euro zahlen muss, dann ist das schon echt happig. Ja, Kumi, wie ist das jetzt eigentlich in Sachsen-Anhalt jetzt aktuell mit der Residenzpflicht? Weil es ja eigentlich heißt, die Residenzpflicht sei abgeschafft. Nee, also das ist nicht so, dass es die meinen, das ist eine Lockerung. Aber für uns, also wir brauchen keine Lockerung. Wir brauchen nur die Abschaffung von Residenzpflicht in ganz Deutschland. Das fordern wir. Lockerung für uns ist nicht also unser Ziel. Unser Ziel, unser Ziel in Togo Action Plus e.V. ist nur einfach zu sagen, also wir sagen nein, wir fordern die Abschaffung von der Reservelist einfach. Und was wichtig für uns ist auch, also wir haben eine Forderung hier, Residenzpflicht in der BRD abschaffen. Das Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit muss Praxis werden. Die Praxis der kapitalistischen Ausbeutung von Geflüchteten in deren Herkunftsländer und in Deutschland muss ein Ende haben. Ein Ende der 10-Euro-Gebühr, Wohnungen statt Lager. Ein Ende der gezielten Polizeikontrolle im Sinne der Racial Profiling. Wir sagen einfach, kommt zahlreich, damit wir zusammen die Löcher in der Käse fressen. Für die Abschaffung der Residenzpflicht. Residenzpflicht abschaffen. Ja. 10-Euro-Gebühr abschaffen. abschaffen. Polizei, rassistische Polizeikontrolle abschaffen.
Polizeigewalt abschaffen.